Herzlich willkommen zu meinen Karrieretipps, in denen ich dich unterstütze, aus einem frustrierten Arbeitsverhältnis, aus einer Position rauszukommen, die dir nicht die Möglichkeit gibt, dein Talent, deine Kompetenzen, dein Talent zu zeigen. Und wir begeben uns jetzt direkt in die Fragestellung in Phase 2. Die erste Phase war, du bist frustriert, du hast erkannt, hier kann ich nicht wirken. Und wir haben gemeinsam ermittelt oder ich habe dir die Fragen gestellt, liegt es an der Company, liegt es am Vorgesetzten oder an der Tätigkeit? Phase 2 ist ganz wichtig, was willst du erreichen? Was willst du zukünftig tun? Warum ist diese Phase so wichtig, diese Phase 2? Menschen stellen relativ oft fest, ich bin frustriert in meinem Arbeitsverhältnis. Ich könnte Dinge viel besser tun. Mein Vorgesetzter passt nicht zu mir. Die Liste ist wirklich, wirklich lang. Lass dir das gesagt sein. Und wenn ich in der Karriereberatung mit Menschen spreche und sage, Mensch, was möchten Sie denn zukünftig gerne tun? Wenn mich interessiert im Headhunting und der Karriereberatung immer, was möchten Sie denn gerne tun? Ich schaue in die Zukunft. Weil wenn ich deine Vergangenheit kennenlernen will, dann lese ich deinen Lebenslauf und natürlich kannst du mir die Spezifika deiner Tätigkeiten erklären. Aber viel spannender ist doch, niemand möchte 10 Jahre dasselbe tun. Schau nach vorne, was möchtest du zukünftig gerne tun? Diese Frage ist so wichtig, dir zu beantworten, damit du Ausschau halten kannst, ob mit einem Headhunter, mit einem Karrierecoach, über Stellenanzeigen, über Direktansprache, über Netzwerk, den Menschen die Information zu geben, hey, ich bin interessiert an der Projektleiterstelle im SAP-Umfeld, ich habe festgestellt, Digitalisierung und bitte schmeiß jetzt nicht mit Buzzwords um dich rum, IoT, Digitalisierung, alles wunderbar, mach so konkret wie möglich. Beschreibe doch erstmal geistig für dich eine optimale Arbeitswoche. Bist du 5 Tage beim Kunden? Arbeitest du nur im Homeoffice? Oder bist du mehr der Tüftler, der im Team eine spezielle Lösung für einen Kunden analysiert? Hast du Interesse an Sales? Bist du mehr der beratende Typ? Das sind alles Fragestellungen. Spiel da doch mal mit deinen Kompetenzen, mit dir. Wo liegen deine Stärken? Was willst du tun? Und wenn du hier Klarheit erreichst und erzeugst, dann kannst du deinem Netzwerk, deinen Headhuntern, deinen Karrierecoaches, Firmen ganz klar sagen, ich habe in einem klassischen Karriereprozess ermittelt, das ist meine Vita, klack, 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 klack. Und auf dieser Basis, auf dieser Erfahrung, Kompetenz, die ich mir angeeignet habe, möchte ich zukünftig für euch diese und diese Tätigkeit ausführen. Vielleicht, ich möchte im Bereich Business Development mehr ins Produktmanagement einsteigen. Ich möchte Lösungen designen mit Kunden, die nachhaltig ihre Geschäftsprozesse ermitteln. Das ist ähnlich wie Digitalisierung, nur es ist nicht so nebulös. Mach's so konkret wie möglich. Warum? Weil wenn ich es nicht verstehe, wenn du mir sagst, oh, ich bin Digitalisierungsexperte, dann sage ich, ja, wunderbar, das sind alle da draußen, dann versteht es auch keinem, dem du das erklärst. Also erklärst deiner Partnerin in 3 Sätzen, deine Kinder, deiner Mutter, dein Vater. Es muss so konkret und so einfach wie möglich sein. Also vermeide Buzzwords, sondern sag konkret, was du zukünftig gerne tun willst. Und wenn es auch keine Jobbeschreibung ist, beschreibe diese Tätigkeit, beschreibe die optimale Woche. Und jetzt kommt noch mein Goodie, ich lege nur was drauf. Welchen Mehrwert würdest du denn einem Unternehmen geben, wenn sie dich genau für diese Rolle einstellen würden? Stell dir mal vor, du gehst jetzt zum Vorstellungsgespräch oder bewirbst dich aufgrund, weil dich jemand vorgeschlagen hat und sagst, aufgrund meiner Kompetenz, die ich die letzten Jahre ermittelt und Erfahrung gesammelt habe, habe ich beschlossen, ich möchte was Neues machen, ich möchte mich aufmachen, ich möchte zum Beispiel dieses Produktmanagement für euch aufbauen, in Zusammenarbeit mit Kunden und Entwicklern neue Lösungen designen. Und der Mehrwert, den ich einbringe, weil ich 5 Jahre Erfahrung habe, ich bin sehr gut im Verkaufsgespräch, ich kann sehr gut Teams delegieren, kann ich optimal Produkte und Lösungen ins Ziel führen. Das ist das, was ich einbringe. Wow! Da weiß jeder, um was es geht. Da weiß jeder sofort, was du gerne tun willst. Und es zahlt auf dein Karrierekonto ein. Du sprichst nicht mehr, was schlecht war in der Vergangenheit, weil, noch ein Zusatztipp, für die Versäumnisse
deiner vorherigen Arbeitgeber kann ein zukünftiger Arbeitgeber nichts und den interessiert es auch nicht, was alles schiefgelaufen ist. Das kannst du im Vorstellungsgespräch kurz in einem Satz oder zwei erklären und dann ist das Thema auch durch. Schmeiße keinen Dreck auf einen alten Arbeitgeber. Das kommt dir rückwirkend immer negativ, wird dir das angerechnet. Formuliere klar, was du tun willst. Formuliere deine Kompetenz. Formuliere den Mehrwert, den du ins Unternehmen einbringst. Dann ist für alle Prozessbeteiligten klar, welches Paket du mitbringst und dann liegt die Entscheidung beim Unternehmen, ob sie zuschlagen, ja oder nicht. Stellst du es auch fest? Wenn umso klarer du bist, umso klarer du formulieren kannst, umso einfacher machst du es deinem Gegenüber, dem Geschäftsführer, dem HR-Manager, wem auch immer, deinen zukünftigen Vorgesetzten, klar einzuschätzen, was er dir bieten muss, damit du zufrieden arbeitest, glücklich wirst, wenn Glück dein Ziel ist, oder Zufriedenheit im Job mit Arbeit, mit Sinn erfüllst. Und mach's dir da nicht so schwierig, das sind keine Lebensentscheidungen. Wenn du das die nächsten 2-3 Jahre erreichst, kannst du immer wieder neu entscheiden. Weil wir alle gehen doch vorwärts, wir wollen doch nicht 30 Jahre dasselbe tun. Und auch wenn ich Menschen in der Softwareindustrie höre, ja, den können wir jetzt nicht die nächsten 10 Jahre glücklich machen. Das kann doch auch nicht das Ziel sein. Das will auch niemand. Wir wollen uns alle weiterentwickeln. Und deswegen mein Tipp, mach dir so konkret wie möglich klar, was du tun möchtest, welchen Mehrwert du ins Unternehmen einbringst. Dann klappt's auch sicherlich mit der neuen Position. Und somit hättest du Phase 2 erfolgreich abgeschlossen. Wenn du mehr Tipps und Erfahrungen haben oder hören möchtest, abonniere diesen Kanal. Ich freue mich auf deine Kommentare. Viel Erfolg. Phase 3 kommt im nächsten Video.